Hallo Freunde, wir haben schon lang nichts mehr vom Iowoki und vom Game Master gehört. Diejenigen, die die letzte Folge gesehen haben, wissen, dass der Iowoki den Game Master richtig heftig geärgert hat. Der Game Master wurde ohne Grund ständig vom Iowoki verfolgt. Er hatte keine ruhige Minute mehr und wollte sich daher unbedingt gegen den Iowoki wehren. Endlich ist ein neues Video aufgetaucht, welches die Geschichte vom letzten Mal fortführt. Daraus wird klar, dass der Game Master das Ganze nicht auf sich beruhen lassen kann. Er ist immerhin der Game Master und muss sich daher am Iowoki rächen. Der Plan des Game Masters ist es, den Spieß wieder umzudrehen. Diesmal möchte er den Iowoki verfolgen, um dann herauszufinden, wo er wohnt. Indem der Game Master herausfindet, wo der Iowoki wohnt, kann er endlich seine wahre Identität herausfinden. Er möchte den Iowoki unbedingt zur Rede stellen und herausfinden, wer er wirklich ist. Außerdem möchte er ihn für die letzte Aktion wirklich helfen. Heftig bestrafen. Mehr erfahrt ihr gleich. Auch ein Iowoki muss irgendwann mal nach Hause. Genau aus diesem Grund hat sich der Game Master an die Fersen des Iowoki geheftet. Er verfolgt ihn, egal wo er hingeht. Und das ohne bemerkt zu werden. Wie wir alle sehen, scheint es, wie als wäre der Iowoki richtig betrunken. Er schreit herum und macht komische Bewegungen. Da fällt es dem Game Master ziemlich leicht, ihn zu verfolgen. So wie es aussieht, kommt der Iowoki von einer heftigen, verfeierten Partynacht nach Hause. Genauso gut ist möglich, dass der Iowoki einfach einen heftigen Hirnschaden hat. Was glaubst du? Schreib es in die Kommentare. Plötzlich nimmt der Game Master einen Stein vom Boden auf. Keine Ahnung, was er mit diesem Stein vorhat. Habt ihr eventuell eine Idee? Dann schreibt es in die Kommentare. Als plötzlich jemand aus dem Fenster guckt, legt der Game Master den Stein wieder weg und nimmt wieder die Verfolgung auf. Als der Iowoki schließlich zu seinem Haus gelangt, entschließt sich der Game Master, in das Haus einzubrechen. Er möchte alles über den Iowoki herausfinden, um ihn dann heftig zu bestrafen. Der Game Master entschließt sich, den Iowoki im Haus zu beobachten. Was er dabei beobachtet, zeigt wieder mal, dass dieser Iowoki ein wirklicher Psycho ist. Du kannst an dieser Stelle dem Video einen Daumen nach oben geben, wenn du auch der Meinung bist, dass dieser Iowoki einen echt an der Waffel hat.
der Game Master von der letzten Aktion noch wirklich sauer ist, entschließt er sich, diesen besoffenen Ayawoki mal richtig zu ärgern. Als schließlich der Ayawoki bemerkt, dass ihn da irgendjemand ärgern will, wird auch er richtig sauer. Als schließlich selbst der Ayawoki bemerkt, dass da draußen jemand ist, der ins Haus einbrechen will, macht er schnell die Rollladen zu, um sich so gegen den Angreifer zu schützen. Doch die Abwehrmaßnahmen reichen dem Ayawoki nicht. So kommt er auf eine weitere interessante Idee, um den Einbrecher abzuwehren. Mit einer riesigen Wasserbombe versuchte Ayawoki, den Game Master abzuwehren, um ihn so erfolgreich zu vertreiben. Dabei ist er jedoch nicht besonders erfolgreich. Der Game Master lässt einfach nicht locker und so geht das Spektakel einfach weiter. Plötzlich sind Polizeisirenen zu hören und der Game Master rennt davon. Ist es möglich, dass der Ayawoki die Polizei gerufen hat? Oder waren es besorgte Nachbarn? Was glaubst du? Schreib es in die Kommentare. Oh Mann, diese Jungs haben's wirklich übertrieben. Ein wirklich heftiger Quatsch, aber zumindest unterhaltsam. So Freunde, das war's. Bist du für den Ayawoki oder für den Game Master? Schreib es in die Kommentare. Außerdem, was hältst du von dem Video? Lass es uns wissen. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst. Vergiss außerdem bitte nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren.